im Haus Kerzenschein. So, du bekommst jetzt dein Schwert. Seht euch die Schneider an. Immer noch scharf. Ich werde es dem Jarl später überreichen. Euch will ich nun ein paar Schmiedetechniken zeigen. Ah. Wie ist euer Stahl? Genauso scharf wie... Ich respektiere Eorlund. Ach so. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Ich habe nach euch gesucht. Oh. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Wo ist denn der jetzt? Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Seht ihr das nicht? Das war's dann wohl. Ach, da ich hinten. Muss los. Besuche das Museum von Dämmerstern. Ja, das könnte man eigentlich mal machen. Nächster Abschnitt Dämmerstern sozusagen. Ich hätte nie erwartet, dass Ulf mit seinem Rüstung Ruf gerecht wird. Neue Klinge war. Aber so ist kommt es. Einfach können wir hier vielleicht einen Eisen- und einen Quecksilberbarren kaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Barren können wir mal 5 Stück kaufen, oder 10 Stück, die brauchen wir eh immer wieder. Jetzt sind wir ja wahrscheinlich eh wieder überladen, aber naja. Quecksilberbarren brauche ich doch. 2 Stück nehmen wir mal mit. Ne, wir sind nicht mal überladen. Yeah. Dann schickt ihn zu mir. Elfenschwert. Okay. Was machen wir jetzt mal das Ding? Können wir so ein zweites auch noch bauen? Cool. Aber da mache ich lieber was anderes draus. Können wir zwergisch irgendwas machen? Nee, nicht wirklich. Könnten wir zwar schon, bringen uns aber nichts, ein Zwergenbogen. Was haben wir denn überhaupt noch nicht hier? Panzerhandschuhe. Rüstung haben wir ja schon. Zwergenschild brauchen wir nicht. Schwert haben wir auch. Die Stiefel auch. Und sonst brauchen wir da ja nichts von. Ich werde dann höchstwahrscheinlich sowieso mal nach Winterfeste zurück, weil ich meinen Schmieden skillen will. Das könnte ich eigentlich mal schnell machen. Da können wir auch gleich weiter schmieden und unsere... Da ist Dämmerstern übrigens. Das wird unser nächstes Ziel wahrscheinlich nach Weißlauf sein. So. Aber jetzt erstmal nochmal ein bisschen der Schmiedetätigkeit widmen. Gehört halt auch zu Skyrim. Nicht nur kämpfen und Drachen töten. Irgendwo müssen ja die Waffen auch herkommen. Na, Ladebildschirm. Wollen wir denn mal? Scheinbar nicht. Ah ja, gut. Das ist natürlich wieder Nacht, ist ja super klasse. Ich möchte eh zu Eorlund rauf. Eorlund. Und den mal ein bisschen sein Wissen abspenstig machen sozusagen. Ich höre da im Hintergrund durch Störungen ständig irgendwas von Romeo Uniform, Militäralphabet. Ist halt alles verschlüsselt. Hört man nichts von der Bundeswehr, was die da so planen. Will ich auch gar nicht, es ist nur ein bisschen nervig. Ja, das kommt davon, wenn man kein Geld für anständige Lautsprecher hat. Aber nein, das ist ein anderes Kapitel. 11 Uhr PM. 10 Stunden. Ich kann ja immerhin abbrechen, wenn wir die... benötigte Zeit erreicht haben. Warum spreche ich jetzt in Zeitlupe? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt wird's dumm. Wo ist denn jetzt der Eorlund? Ach da. Der war doch gerade noch nicht da. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. So, ich brauche Training. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. So, und jetzt sind wir schon 46. Haben, glaube ich... gut, 3000 Gold ausgegeben, aber macht ja nichts. Kann ich hier was verkaufen? Preist die Götter. Den Elfenkriegshammer braucht auch kein Mensch. Die sowieso nicht. Das Elfenschwert schon. Den orkischen Zweihänder. Ich lasse ihn mal. Das brauchen wir inzwischen eigentlich gar nicht mehr, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich muss es mal schleifen, wenn es geht irgendwie. Geh mal weg, bitte. Danke sehr. Da muss ich jetzt nämlich hin. Und schon hat es 40. Cool. Dann können wir das Himmelschmiedenschwert nämlich verkaufen. Preist die Götter. Weil die anderen beiden behalte ich mal, die Geister. Ups. Die Geisterklinge mit 20 Schaden. Und das mit einem...
Kann ich die Geisterklinge schärfen? War's das? Ich glaube zwar nicht, macht, wird irgendwie keinen Sinn machen. Doch, das geht sogar. Aber brauche ich Ektoplasma. Habe ich aber nicht. Also hat sich das erledigt. Jetzt haben wir bestimmt der... Ich muss jetzt mal runter zu Arcadia, oder wie sie... Ich wollte jetzt fast Arcania sagen, für Gothic 4. Vielleicht haben wir das der verkauft und die hat das noch, Ektoplasma. Dann könnte man die Geisterklinge mal schärfen und schauen, wie viel Schaden die im Endeffekt macht. Wäre auch mal eine Investition, an sich gesehen. Und überhaupt können wir mal wieder ein bisschen verkaufen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, was benötigt ihr? So, was habt ihr verkauft? Was habt ihr verkaufen vor allem? Super. Ektoplasma. Da hat sie noch. Aber nur eins. Doof. Bücher. Essen. Zwei Ektoplasma haben wir. Okay. Den Rest können wir eigentlich verkaufen. Ach, verdammt. War ja klar. Na, Ektoplasma, komm her. So, Falmaor kann weg. Feuersalze, das kann alles weg. Todesglockenblumen. Mein Gott, haben wir viel Scheiß hier drin, ey. Ach, verdammt, schon wieder das Ding verkauft. Ektoplasma. Nö, wollte ich gar nicht. Ist auch wieder toll, was ich hier schon wieder treibe. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wieder... Dann schauen wir nochmal beim Beletor vorbei. Und... Bei allem Respekt, Gefährt. Ach, der schon wieder. Euch euren Hund unter Welchen Hund? Wir haben keinen Hund. Noch nicht jedenfalls. Jorvaskes Jaulen ist kaum noch zu ertragen. Jorvaskes Jarl? Die haben den eigenen Jarl? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr... Alles steht... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Was kann ich jetzt hier verkaufen? Hat der vielleicht? Hat der... Nee, hat er nicht. Schade. Blocken mit einem Schild bringt uns nichts. Kann weg. Der kann auch weg. Das kann auch weg. Okay, den lassen wir mal. Die kann sowieso weg. Oh. War ja klar. Bitte kommt wieder. Wir brauchen Händler mit mehr Gold. Unbedingt. Aber natürlich wäre ein Ektoplasma auch nicht schlecht. Hat die vielleicht noch Reifes was da? Obst und frisches Schmuckstücke, Krimskrams. Nö, hat nur Essen. Schade. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Der wird Fleisch haben, oder? Die besten Stücke vom Frick. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Zutaten, nee, Ektoplasma hat der nicht. Hätte mich auch gewundert. Dann, da oben können wir jetzt praktisch nichts mehr machen beim Schmied, oder? Naja, dann würde ich sagen, verschaffen wir uns mal einen kleinen Questüberblick. Verbotene Legende möchte ich jetzt mal machen. Das noch nicht. Und nach Riften wollten wir auch irgendwann mal. Naja, das wird dann nach Dämmerstern das nächste Ziel. Stiehl die Pläne aus Orotheim. Ah ja. Was ist denn das eigentlich? Hier haben wir da noch was. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Okay. Da haben wir auch noch was. Ach ja, zum Yorlife wollten wir ja eh mal. Verdammt, wieder verpasst. Wieder verpeilt. Da haben wir noch eine Quest offen. Na, wunderbar. Aber erstmal kurz per Schnellreisen. Geht ja Gott sei Dank schnell. Zum Palast der Könige. Die Quest abgeben. So. Ich wollte noch das Elfenschwert ausrüsten, fällt mir gerade so auf. Gleich mal machen, wenn der Ladebildschirm sich verpieselt. Na, Ladebildschirm? Haben wir es denn bald? Das ist nervig, weil ich den... Weil der wirklich, wie gesagt, zu kurz ist und das wird den... zu kurz zum Rausschneiden ist, aber das wird, wie gesagt, den... Wie soll ich das jetzt erklären, ohne zu failen? Ich hasse das. Sekunde. Bevor ich mich da in irgendwas verzettel. Habe ich jetzt meinen Zauber, habe ich noch gut. Oh, jetzt hätte ich fast eine Wache getroffen. Jenseits des Flusses. Wäre jetzt nicht sofort der Lauf gewesen, glaube ich.